Moin ihr da draußen und willkommen bei einer neuen Folge von The Little Egg. So, wir machen erstmal weiter direkt. Wir hatten ja letztes Mal Wasser geholt, das haben wir hier oben drin. Guck mit Wasser, das füllen wir jetzt mal hier rein in Arthurs Maschine. Na, hier in den Trichter, wir schauen mal ganz kurz nach und dann schauen wir, was passiert. There, that should keep it cool. Oh. Was? Seltsam. The whole wall was covered in writing. Genau, die ganze Wand. Alles voll. Nein. Was habe ich jetzt reingefüllt? Das klappt jetzt auch. Vielleicht mit der Maske gucken. Na. Ich dachte gerade. Okay, dann würde ich mal sagen. Klicken wir uns erstmal hier durch. Nein. Oh. Okay. Ja gut, das hat man natürlich nicht gesehen. Dad had a habit of writing on whatever was nearest at the time. Apparently he found a way to make sure I didn't clean it. He must have wanted to remember that particular pattern, but what for? Das hier kann ich noch nicht mal richtig entziffern. Ist das jetzt ein F oder soll das ein Anfang von einem P sein? Soll das hier ein R sein? Ist das ein A oder... Egal. So, wir gucken uns erstmal einmal das Muster an. Und das tippen wir mal ganz kurz ein. Wow. Whatever I did, it caused the machine in the back garden to power up. Okay. Shortly after resigning from his position at the hydroelectric power station, Dad set up a few light bulbs in his room. They were connected to a machine which appeared overly complex for the purpose of powering a few bulbs. Er läuft. With the machine generating power, there was some writing on the wall made visible by the light of the bulbs. Some of it was obscured by sunlight, though. Unleserlich. Ja, gehe ich davon aus, dass das hier ein P war? Was war das denn? Egal. Wir, gehen mal raus. Oh, ist noch Restwasser da? Cooking utensils hung from the wall by the fire, for now at least. I'd recently made Lily a small wooden sword, so she'd have something else to swing around. Ich dachte, wir können jetzt die Pfanne runternehmen und irgendwas zu essen machen. I think he relocated, so he won't be responsible for waking Lily. You and me both, buddy. Okay, wir. Ja, was machen wir denn jetzt? Wir gehen mal raus und schauen uns jetzt mal die Maschine an. Die so kurz vorm Explodieren war. The machine was receiving power from within the house and was now transmitting something. Sie übertrug etwas, ja, Daten. Jetzt ist bestimmt auch im Schuppen Licht oder so an. Komm, wir gehen mal rein. Oder auch... Ah, da, Lichtschalter. Sure enough, the lights and whatever other equipment Dad constructed were receiving power. I wasn't sure if I was getting any closer to figuring out what happened to him, but it was the best lead I had. Niedlich. Immer diese Design, diese kleinen Sachen, so wie die Mausratte. There's a hand-drawn map on the wall with two locations marked. Our house and the hydroelectric dam, where Dad used to work. Ja dann. Was ist das denn? Was ist das da? Oh, mein Gott. Macht der alles kaputt? Ja, dann nehmen wir mal den Hocker dafür. Ist so geil, der Hocker. Was zum? The machine appeared to have opened by itself. There was a 50-50 chance that it was intended to respond to vibration or that it was simply as reliable as the stepladder. Eine Rätselbox. It was one of the puzzle boxes my father often made for Lily. I wasn't sure why he hadn't given her this one, but I knew she'd be happy to have it. Was? Das können wir doch lösen. Oh, doch nicht.
I've had better ideas. Ja, das ist richtig. I'll find a way to blame it on the dog. Das ist noch mal was. I'll find a way to blame it on the dog. Oh, ernsthaft? Schlüsselloch? There's a small keyhole in the back. But like many of Dad's devices, its purpose was far from obvious. Vielleicht mal hingehen und gucken. The machine appeared to be waiting for something. I've had better ideas. Das glaube ich dir gerne. Wir versuchen es trotzdem weiter. Nah. Ah, mein Gott, du bist auch eine Schnarchnase, okay. Sieht komisch aus mit dem Punkt in den Haaren. Ja, was können wir jetzt machen? Gehen wir raus. Wir haben hier den Transmitter, den Empfänger haben wir noch nicht. So. Ja, da haben wir das auch schon. Dann gehen wir mal ins Haus. So, könnten wir das, diese Rätselbox eventuell wieder mit... Lily the puzzle box I found, but she was still asleep. Du willst deiner Tochter die Rätselbox geben? Okay. Ich würde eher sagen, dass wir hier power from a crystal. All this power from a crystal. Dann nicht. Rätselbox. Nah. Gut, dann nicht. Dann vielleicht hier nicht Maske. Nein, nicht Maske. Nein, Rätselbox. I don't think that would have helped. Weiß nicht, vielleicht siehst du die Sachen an und dann weißt du das plötzlich. Obwohl ich mir vorstellen könnte, dass man es vielleicht lösen könnte, wenn man sich das mal angucken könnte. Aber egal. I don't think that would have helped. Ja, wir können ja Lily wecken. I've had better ideas. Es ist absolut korrekt. Wir können auch Lily wecken, aber will er ja nicht. I wanted to give Lily the puzzle box I had found, but she was still asleep. Whenever possible, I try to avoid taking the blame for waking Lily. Dougal, I think it's your turn to wake Lily up. Dougal, I think it... Okay, können wir ihn irgendwie erschrecken? Voll auf die Nase. Lily was fearless, even with the way she got out of bed. Yes, hab ich bemerkt. Sorry you had to take the blame for that one, Dougal. Lily, does when in doubt, dance it out mean anything to you? Right. What? Haben wir das? Dann das? Und dann das hier, ne? Nein. Das war auf jeden Fall zuerst. Dann vielleicht das hier. Und dann auf dem Kopf. Hä? Noch mal. How did that dance go again? Es sind alle vier Zeichen. Erst das, dann dieses Symbol, dann der Gruß und dann das. The secret dance routine turned out to be the solution for the combination lock. Inside the box there is a small key where the tasty treat should have been. Ein Leckerchen. Na gut, man kann auch den Schlüssel nehmen. Aber der Schlüssel schließt ja Sachen auf, schließt er den Küchenschrank auf? Na gut. Okay, was war abgeschlossen? Was war ab... Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, was war abgeschlossen... Ach, die Dingens. Ja, genau. Dieser komische Apparat in der Scheune. Oder in, im... genau. Hier im Schuppen, genau.
Da passt der Schlüssel bestimmt rein. Bin ich mir sicher. Da, Schlüsselloch. Einmal den Schlüssel holen. Und aufschließen, bitte. Looks about the right side. Hey! Da. Look, Dougal, everything's laid out already. I should just make it myself. It's porridge. What could go wrong? Big old bag of oats. Prepare to be eaten. Hey, wait a minute. It's empty. Mal ganz toll. Okay, I can fix this. All I need is a fresh bag of oats, a new bowl, and then to place a pot over the fire. Alles klar. Küchenschrank? Ugh, Dad tied a knot around the handle again. He must be trying to keep you away from the bowls, Dougal. Oh, er hat das zugenäht. Ja, er hat das zugenäht. okay, wir gehen erstmal hier zum Dougal benutzen. Dougal, attack that string! Läuft. Okay. Eine sehr komische Kombination, die beiden. Heilige Scheiße, was geht denn hier? This is easy peasy. What was Dad worried about? What the fuck? Da brennt mal eben was ab. Da ist der Sack. Heilige Scheiße. Dougal ist echt der Retter in der Not. Dougal, hol mir den. Dougal probably would have fetched the oats if I asked him. But I didn't trust him not to eat them. Ach komm. Nicht dein Ernst. That breakfast wasn't going to prepare itself. Why didn't Granddad invent something like that? I've never adventured on an empty stomach. Dougal, da. Dougal probably would have fetched the oats if I asked him, but I didn't trust him not to eat them. Okay, Dougal, Tür. Hey Dougal, I think someone's at the door, boy. Alter Dougal, ey, danke. Was zum Henker? Erstmal am Feuer stehen. Oh oh. I did this all by myself. Hang on. Where is Dad? Das frage ich mich auch gerade. Oh. Was zum? Hallo? Aufwachen. For a moment, I wondered where I was. Then I noticed everything was different. I was different. But it was when I thought of Lily that it no longer mattered why. I couldn't let her think that she had lost someone else. Somebody had left their belongings on the floor of the strange room.
After glancing over the items, I realized some of them belonged to my dad. So, this is where you went. Ja, aber wenn er verschwunden ist, wieso war denn der Schlüssel eingepackt? Warum war denn die Maschine aus? Weil wenn er dann da reingegangen ist, dann müsste doch alles noch laufen, oder nicht? Der Schlüssel geht ja nicht alleine raus aus dem Gerät, ab in so eine Truhe, verschließt sich und legt sich dann oben aufs Regal. Dad's pipe had been left behind, and in more pieces than the last time I saw it. No wonder, if his entrance was anything like mine was. Okay, was haben wir hier? Among the collection of things, there was a notebook, but I didn't recognize the owner's handwriting. A quick scan showed it to be filled with scientific notation, none of which I could make sense of. Ja, dann. Among the Was hab... Ja, gut. Dad's pipe had been... Ah, lol. Ja, stimmt, das kann man auch noch machen. Dad without his hat. And vice versa. But then again, it was noticeably warmer than home. I decided to take it with me. Okay, eine Mütze, sehr schön. A glass jar had been left next to the other belongings, emitting a faint white light. Assuming unusual objects to be important seemed like a good rule of thumb, so I picked it up. Okay, was haben wir hier alles? Wir haben ja übrigens eine niedliche kleine Spinne hier. Jetzt ist sie abgehauen. Warte, kommt gleich wieder. Da, da ist sie. There was a pair of niche panels on one of the walls, each containing an empty spherical socket. Können wir da vielleicht eine Kugel reinpacken? Placing the jar into the left socket had restored basic power to the lab. Okay. Wir gehen mal zur Tür. Vielleicht kann man damit ein Portal öffnen, da daneben dann das Portal öffnen. The lab had some power, but none of it was reaching the door release mechanism. Okay, der wird wahrscheinlich mit was anderem geöffnet, oder? Wir müssen hier in die leere Nische auch noch was reinpacken. Warte mal, nimm mal die Mütze. I don't think that would have helped. Ja gut, das dachte ich mir auch. Dann vielleicht die Maske. I don't think that would have helped. Okay, alles klar. Dann gehen wir hier hin. Was war das? Whatever the rightmost socket was supposed to do, it didn't seem to be able to do it while the lab was unpowered. Okay. Wir brauchen also, warte mal, wir nehmen den mal raus. Es hält aber nur kurz an, das ist das Problem. I don't think that would have helped. Okay, wir müssen halt die Kugel hier reinpacken, um erstmal Energie zu bekommen. Placing the jar into the left socket had restored basic power to the lab. Wie gehen wir in die Maschine? Come on, come on. Okay, let's figure this out. Ja, gut, wir haben also jetzt Energie, aber die Tür lässt sich nicht öffnen, weil wir den Schalter nicht betätigen können. I don't think that. Das ist absolut korrekt. Hier können wir nichts mehr machen. Okay. Also es hält eine gewisse Zeit an, wir müssen uns dann, wenn, beeilen. Placing the jar into the left socket had restored basic power to the lab. There was just enough power to distribute to the door release. Geil. There was just enough power. Okay, dann würde ich mal sagen, schnell raus. It took a large amount of power to get me here. Logic dictated that it would take something similar to get me home. I was gonna have to venture outside to find it. Aufhin. And in the back of my mind, I hoped that I might find my father along the way. Auf in ein Abenteuer, meine Lieben. Hmm, Dad must have gone to town without telling us. Oh well, time to go to work. So, we meet again. Watch your back, gnome. Auf an die Arbeit, alles klar. Zum Traktor? Dougal did his best to keep me out of danger. It was so annoying.
Dougal did his best to keep me out of danger. It was so annoying. Ja, dann. Dougal, Alter. Beste Hund. Was zum Henker? I took the stretchy rope from the tractor. Every adventurer needs rope. Ja, es ist richtig. Ah, Perspektivenfehler. Hihihi. Was haben wir denn da? Oh, Dougal freut sich. Right where I left it. Genau, erstmal fett im Kamin. I needed to keep the bone until there was a better time for bribery. Ein Bestechungsversuch auch noch. Oh Gott. Der arme Hund, der arme Hund. Dougal, tut mir leid. I'm pretty good at climbing things, but only when I can reach them. Dann würde ich sagen. Beziehungsweise, warte mal, ein Rope. Granddad would have been proud of my giant slingshot. Riesenschleuder, alles klar. I wasn't strong enough to pull myself back. Warte mal, können wir den Knochen nicht irgendwie hier einklemmen oder zu Dougal geben? Ja, geil. Hopefully we haven't missed any customers. Wir haben einen Shop. He's doing his best to find a job. He's probably gone to town for that exact reason. So until then, we've got to do our best to help out. Hey, Breeze, you didn't pay for that. Good thing Wings can't ride bikes. Wait. If Dad's bike is still here, where's he been all morning? I had a bad feeling. And I was pretty sure it had nothing to do with the purge. Okay, wir haben ein Holzschwert. So trifft man sich wieder, gewisser Gartenzwerg. Hiya! With Gnome out of the way, I was free to start looking for Dad. Okay, ich hätte jetzt echt gedacht, dass wir nochmal hochgehen zum Shop. Tja, dann suche Dad. Wer weiß, wie weit die nächste Stadt entfernt ist, dass er nur mit dem Fahrrad hinfährt. I was being led down a path, and short of curling up into a ball, I was helpless to do anything about it. I considered going back inside and just waiting for someone to find me. But I knew that if I wanted to get back to Lily soon, I'd have to find the source of power for the machine that brought me here. And I wasn't coming back until I found it. Beste Animation hier. Einfach richtig geil. Was? Okay. Hoffentlich kommt da keiner dran. Ach du Heilige, was zum... Ich möchte aber wissen, was das Blaue da oben ist. Was ist das? It looked like the blue lamp also acted as a door release. So kann man gut Feinde abschütteln. Aber wir kommen jetzt nicht rein. Das heißt, wir müssen einmal hier hin und an die Lampe. Dann einmal hier hin zu der Lampe. Nein, doch nicht. So, wir gehen jetzt mal zu der Lampe hin. It looked like the blue lamp also acted as a door release. So, und dann gehen wir durch. Sehr schön. Okay, wir suchen jetzt nach Dad.
I don't say this often, but it wasn't the time for eating. Echt? Boah, das kenne ich gar nicht. Schlechter Zeitpunkt zum Essen? Boah, ich habe jetzt auch Hunger. So. Shiny. I probably shouldn't touch it. Ja, ist das richtig? Ah. Come on, Sir Fuzzlepuff. I'm on a new quest. Sir Fuzzlepuff. Alles klar. Haben wir gehört. I already looked through all of Grandad's clothes. Wherever he went, he took his hat with him. At least that ruled out alien abduction. I heard that's a thing that can happen now. Sollte man nicht ausschließen. Ist jetzt nicht ganz so häufig, aber sollte man jetzt nicht ausschließen. Können wir jetzt eigentlich nach oben gehen? Dougal, do you think we should have a quick nap? No, no, you're right. Dougal ist schon völlig fertig für heute. Ganz normal am Morgen, weißt du? Ganz normal am Morgen. Und Dougal ist fertig. Kurz am Frühstück. So, ab in den Schuppel, meine Liebe. Mal schauen, was wir dann im Schuppen finden. Dad, are you in here? Nein. Abenteuermaschine, alles klar, das wird böse enden. Wow, I've never seen this thing open before. Normally I'd jump straight in. But this is something Grandad made. I'm going to need a guinea pig. Haben wir noch den Knochen? Nein. Teddybär. Godspeed, Sir Fuzzlepuff. Whoa! He's gone. Of all the souls I have encountered in my travels, his was the most fuzzy. Dougal, this must be where everyone went. What if something happened? I need to go after them. Stück Papier? Grandad wouldn't mind me borrowing a little bit of paper. Einfach mal mitnehmen. Mit Stift, der war dabei. Das ist ein Kombipaket. Dougal did his best to keep me out of danger. It was so annoying. Ja, ist richtig. Auf Before in die Abenteuermaschine. I should leave a note somewhere, so Dad knows where I went. Ja, dann schreibe doch mal eine Nachricht hier. I thought about doing that, but decided not to. Ach, soll er eine Nachricht schreiben? Alter, was sollte das? You wait here, in case someone comes by. Alter, what the fuck? Deeper into the swamp, I began to feel uneasy. From the gnarled and twisted branches of bizarre trees to the clamor of unrecognizable creatures filling the air, it was clear I was a long way from home. Heilige Scheiße, was geht hier ab? Können wir eigentlich die Mütze aufsetzen? Nö. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, los geht's. Oh. So, machen wir die Lampe mal. Okay. Alles klar. Ja, wir sind zwar jetzt schon hier. Aber wir müssen ja dieses Ding hier aktivieren, um halt die Tür zu öffnen. Okay, wir müssen wieder da zurück.
So, die Lampe berühren. Hier die Lampe berühren. Ich bin interessant, ob die blauen Lampen wirklich komplett alle wegmachen oder alle einmal umändern oder nur die, die beispielsweise zur Insel hinführen. Obwohl, das machen die gelben ja schon. So, einmal die Lampe. Ist auch nochmal so ein kleiner Freund. So, dann gehen wir mal hier eben hin. Einmal die. Dann einmal dahin. Dann einmal die. Da. Aber bei den Lampen muss man ein bisschen höher klicken als der Punkt. Sehr schön. Hopp, hopp, hopp. Und hier. So. Ich mache aber jetzt eine Aufnahmepause, eine kleine. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Denn ich warte mal eben hier auf der Insel, dass wir einfach gleich nur reingehen müssen. Und dann in der nächsten Folge direkt Spannung haben. Deswegen verabschiede ich mich von euch. Und ja, macht es gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.